Richtig, grüß Gott auf Giesings Höhen, willkommen im Stadion an der Grünwalder Straße. Heute im Programm 60-2 gegen Fürth-2. Und nicht 1860, aber immerhin 860 Zuschauer sahen einen starken Auftakt der jungen Löwen nach bereits 10 Minuten. Eine schöne Kombination durch die Mitte. Und Robert Glatzel legt ab auf Vollmann. Corbinian Vollmann mit dem Führungstreffer und seinem zweiten Saisontor. Sebald versucht den Ball zwar noch abzuwehren, aber Vollmanns Schuss mit zu viel Wumms dahinter. Kurz vor der Halbzeit die Fürther mit einem Konter. Jan George kommt hier geschickt an den Ball und legt rüber auf den freistehenden Stefan Maderer. Der verschätzt sich aber und kriegt so nicht genug Kraft hinter seinen Schuss. Halbzeitstand also weiterhin 1:0. Der Beginn des zweiten Durchgangs, Ecke für die Spielvereinigung und ein Eigentor durch Peter Kurzweg. Eieiei, Fürth kann es egal sein und bejubelt den Ausgleich in der 49. Minute. Die Löwen danach zwar bissiger, aber nicht konsequent. Wir springen also direkt in die Schlussphase. Angelo Meyer lässt sich hier nicht vom Ball trennen und hält einfach mal drauf. Den Abpraller verzieht Kokoschinski aber völlig. Wir gehen auf die andere Seite und sehen, wie Fürth dank dieses Abwehrfehlers sogar die Chance auf die Führung erhält. Kevin Guerra alleine vor Eicher. Aber Vitus Eicher bleibt cool und stehen und verhindert so Schlimmeres. Die Nachspielzeit. Schafft es 1860 wie im letzten Heimspiel gegen Bamberg kurz vor Schluss das Spiel zu entscheiden? Sehen Sie selbst. Aufbau über die Mitte und Kovac Schlanke erreicht genau Glatzels Kopf. 2:1, der Wahnsinn! Denn danach ist Schluss in Giesing. Der TSV hat schon wieder in der sprichwörtlich letzten Sekunde ein Heimspiel gewonnen. Wenn sie so weitermachen, werden die jungen Löwen noch zum Last-Minute-Winner der Regionalliga Bayern. Und auf Giesings Höhen darf weiter gejubelt werden.